In der letzten Folge konnten wir unser 150. Jubiläumsspiel feiern und Larsen holt sich den Spieler des Monats Award März, was ich jetzt gerade erst erfahren habe. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock bei EA FC24. Mein Name ist Gintonics und schön, ihr lieben Coaches, dass wir jetzt gemeinsam in unser 151. Spiel gehen. Ich freue mich sehr drauf. Es geht gegen Schalke auf Schalke in der Veltins Arena. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Dort werden wir auch mit unserer Standardaufstellung mit nur einer Spitze vorne spielen, weil wir einfach noch mit den zwei Stürmern einfach noch nicht so erfahren sind. Und ja, wir gehen auch direkt rein, brauchen gar nicht so lange schnacken, würde ich behaupten. Oder gibt es irgendwelche Neuerungen? Wir können noch mal ganz kurz hier durch die Scout-Berichte durchgehen. Das wäre vielleicht noch mal eine Idee. Hier haben wir noch ein paar Stammspieler. Gibt es hier vielleicht noch was Spannendes? Oros? Nö. Oh, Hugo Larsen. Wartet mal, ist das nicht der von Frankfurt? Ui, der sieht aber auch ganz nett aus, oder? 1,87 groß, ZM, Freischusspräzision ist halt nicht so gut, aber sonst passt der total in unser Profil. Nehmen wir mal auf, würde ich sagen. Wurde uns tatsächlich auch angeboten, Erik Sanchez ist noch auf den Transfermarkt gekommen oder hier wird uns in den Scouting-Bericht angespült mit FC Lorient. Oh, und es gibt eine Sache, die ich tatsächlich vergessen habe gestern, fällt mir gerade ein. Lukas Leroy. 20 Jahre ist er alt. Okay, scouten wir doch mal. Sehr spannend. Sehr spannend. Scheint ein Talent zu sein. Und dann gucken wir hier nochmal. Nee, okay, das ist nach wie vor unverändert. Okay, also in der letzten Folge haben wir vergessen, auf die Tabelle einzugehen. Das wollen wir dann natürlich doch jetzt so machen nochmal. Wir sind mittlerweile, oh mein Gott, wir sind mittlerweile Vierter. Wir haben Leipzig erwischt, Leute. Wir haben Leipzig erwischt, weil Leipzig patzt. Und zwar gegen wen? Gegen Gladbach holen sie nur einen Punkt. Und wir gehen weiter mit drei Punkten schnurstracks voran. Wir sind Vierter hinter Bayern. 6 Punkte hinter Bayern. Wer hätte das gedacht? Dortmund auf den ersten Platz. Haben ja verloren tatsächlich das letzte Spiel gegen Wolfsburg. Sonst wären sie noch weiter vorne weg. Aber jetzt wäre sogar Champions League Quali drin, Leute. Oh mein Gott, das ist so krass, ne? Das ist so krass. Das ist so krass einfach. Das wäre der super Wahnsinn. Okay, aber jetzt geht's erstmal zum DFB-Pokal-Halbfinale. Und wir wollen natürlich nach Berlin. Berlin. Wir wollen nach Berlin. Ja, so sieht's aus. Wir gucken uns mal hier den Vorbericht an zu Schalke. Schalke spielt in einem 4-3-3 halten und kennen wir noch irgendwelche Leute von Schalke? Lassme spielt dann noch Matriacini und Ovejan. Ansonsten sieht das nicht mehr so nach dem Schalke aus. Greimel hat da auch gespielt, oder? Greimel spielt auch bei Schalke aktuell. Kommen auch mit einer richtig krassen Serie gerade zu uns. Merkin kennen wir auch. Sieht eigentlich nach einem ganz freshen Zweitliga-Team aus. Und ich meine, die stehen ja auch vorm Aufstieg, ne? Wichtige Offensivkraft ist Kuzias. Der Mittelstürmer von denen. Und jetzt gucken wir mal, wie die bisher performen. Seguin, der spielt da auch noch. Ah ja. Der ist bisher Topscorer mit denen allen. Und der beste Vorlagengeber im Pokal ist Bruno Petkovic, der aber nicht spielt, richtig? Nee, der sitzt auf der Bank. Also von daher gar nicht so verkehrt. Gut, dann wollen wir doch mal zur Pressekonferenz gehen und mal gucken, was uns die Journalisten fragen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Jo, schönen guten Tag. Wie lautet Ihr Kommentar zu den bisherigen Auftritten von FC Schalke 04 in diesem Wettbewerb? Ja, absolut überraschend. Also, kann man keine Ahnung, warum die noch dabei sind. Oh mein Gott, wie unfassbar frech. Kann man eigentlich sein? Diese Antwort ist ja gnadenlos. Eieieiei. Okay. Ja, bisher haben sie gut gespielt. Also Hut ab tatsächlich vor Schalke. Gehen Sie mit einer besonderen Strategie ins Spiel gegen FC Schalke 04? Denn die Mannschaft gilt ja im Vergleich zu FC Hansa Rostock doch als schwächer. Nein, wir werden sie natürlich nicht unterschätzen. Also alles bleibt so, wie es ist. Und wir werden natürlich 100% geben, weil nur so kommt man hier in diesem Wettbewerb halt weiter. Ich meine, es ist Pokal und Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Regeln.
Aktuell sind sie richtig gut drauf. Gehen Sie davon aus, dass das auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, es ziehen alle mit und wir dürfen uns auf jeden Fall konzentrieren und dann sollte das klappen. Gut, vielen Dank. Dann sehen wir uns. So, dann wollen wir doch mal in unsere Aufstellung reingehen. Wir gucken mal, wie ausgeruht unsere Spieler sind. Doch eigentlich sehr, sehr gut. Das ist halt super nice gewesen, dass wir dann da tatsächlich so gewechselt haben. Nuvoa ist tatsächlich relativ platt. Oh, Carlsson freut sich. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, der Carlsson wird auch auf jeden Fall hier rein rotieren. Für Siebert, glaube ich, kommt... Siebert bleibt da. Nee, ich glaube, Kolke rutscht mal wieder tatsächlich dahin. Und für Nuvoa... Machen wir Giabi? Nee, für Nuvoa kommt tatsächlich mal der Mohammed auf die Ersatzbank. Die hat auch immerhin eine 70, was schon mal super strong ist. Ja, und das ist dann das Team, was es richten soll, würde ich mal sagen. Also, Schalke 04 empfängt uns auf Schalke in der Veltins-Arena am 6. April 2027. Schiedsrichter ist Harald Fimmler im DFB-Pokal-Halbfinale. Es ist bewölkt und damit wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich. Und damit geht's los, meine lieben Freunde. Auf geht es, Anstoß Hansa hier im DFB-Pokal-Halbfinale. Jetzt zählt's. Wir wollen auf jeden Fall nach Berlin und dafür werden wir alles geben. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Oh, schade. Schade, schade, schade. Duck wollte hier auf Lichtes spielen. Oh, Dilrosun. Aber Linus Gechter passt auf. Sehr schön gemacht. Kerkis. Kerkis setzt sich hier durch. Kerkis. Mit der Flanke rein. Leider kommt sie nicht an. Ach, verdammt. Da wollten wir gerade zu Duck passen. Schade. Oh Gott. Das war gerade ganz schön knapp, glaube ich. So, Sadilek. Auf Larsen und der wollte gerade schön auf Stamenic ablegen und eigentlich direkt draufziehen, aber es hat leider nicht geholfen. So, Kuzias. Larsen läuft hier leider in seinen Mitspieler rein. Gegenspieler in seinen Mitspieler rein. Das ist natürlich totaler Quatsch, was da der Jin gerade erzählt. So, wir müssen hier weiterhin konzentriert bleiben. Eieieiei. Der ist aber sehr frei gewesen, der Jobbe. So, Kerkis, Perez. Erstmal raus da. Stamenic, nein, und wir rennen einfach nur in unsere Gegenspieler rein. Also, was ist denn jetzt los? Hölle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kuzias kommt hier durch. Nee, das war nix, Schiri, das war nix. So, Sadilek. Jetzt mal ein bisschen Platz. Das gibt's doch gar nicht. Komm hier leider nicht durch. So, Lichtes hier auf Kerkis. Kerkis auf Strand Larsen. Und was war das denn? Überhaupt gar keine Power in dem Schuss. Schade, das hätte es doch sein können. So. Und sehr schön von Sanchez den Ball abgelaufen. Oh, oh, oh. Dilrosun, das war nicht gut, der Pass. Der Querpass war nicht so gut, Leute. Oh, aber Hien passt auf. Richtig klasse gemacht. Wie steht es auf Larsen? Der ging Cresswell. Sehr gut gemacht von Larsen. Sehr, sehr gut gemacht. Larsen. Larsen auf Duck. Was war das denn?
Warum passt er denn so? Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn für ein mickriger Pass? Das war ja gar nicht gut, Leute. Oh, das hätte es doch sein müssen. Das hätte gerade das 1:0 sein müssen. Oh mein Gott. Das war gar nicht gut, Leute. So, Jobbe. Mörken. Mörken setzt sich durch. Flanke. Und Lischess hat den Ball. So, Duck. 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 Duck macht ihn 1:0, Hansa. Ich habe kurz überlegt, oder Duck hat kurz überlegt, einmal noch zu Larsen zu passen. Aber Larsen hat sich leider nicht gut freigelaufen. Also versucht Duck den Abschluss selbst. Und es steht 1:0 für den FC Hansa Rostock. In der Veltins-Arena. Eieieiei. Der Torwart hier geht viel zu früh runter, finde ich. Und Duck schippt ihn so oder hebt ihn so ganz leicht an und vollendet ins lange Eck. Chancenlos. Sehr schön. 1:0 Hansa. So soll es sein. Huch, was war das für eine Kameraaufnahme? Duck. Sehr schön. So, Semedo. Jetzt wollen wir aber natürlich auch direkt einfach noch einen draufsetzen. Das wäre natürlich das Beste. Oh, Sanchez, richtig gut gemacht. Sanchez hat hier Platz. Hat hier den Platz. Hat hier den Platz. Setzt sich hier durch. Richtig gut. Richtig gut durchgesetzt. Auf Duck. Duck. Oh, schade. Müller hält. So, Eckball. Sadilek. Kommt hier auf Lischtes an. Damenic hat hier ein bisschen Platz und schießt einfach. Guter Versuch. Guter Versuch, Leute. Sehr schön aufgepasst. Wie war das? War das Fosu-Mensa? Ich glaube, ne? Ich glaube, das war Fosu-Mensa. Oh, und Kerkis passt auch gut auf. Herrlich. Herrlich. Duck. Legt sich hier den Ball vorbei. Zurück auf Lischtes. Lischtes. Schießt einfach mal. Oh mein Gott, schade. Leider drüber. Guter Versuch, Lischtes. Schade, schade, schade. Ah doch, der ist schon doch ein bisschen mehr drüber, als ich gedacht habe. So, Abschluss Schalke. Okay, Stamenic sprallt hier an seinem Gegenspieler ab. Oh, oh mein Gott. Das wäre es ja jetzt gewesen. Perez war da quasi schon geschlagen. Perez, den hast du. Sehr schön. Perez hat den Ball. Und der Schiri pfeift ab. Die erste Halbzeit ist vorbei. Und wir führen 1:0 in der Veltins-Arena. Eieieiei. Da müssen wir echt aufpassen. Da ist auf jeden Fall für Schalke noch was drin. Ich meine, es ist Pokal, ne? Und so Pokal, da kann alles passieren. So, das brauche ich euch nicht sagen. Da kann einfach alles passieren. Da ist alles drin. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir dann in der zweiten Halbzeit anschließen können an unsere doch guten Leistungen. So, wir gucken mal tatsächlich auch auf die Leistung. Wie sieht es denn hier so bewertungstechnisch aus? Ja, Larsen hat natürlich mit seinem Pass das absolut verkackt. So, Fosu-Mensa ist sehr, sehr schlecht. 5,1. Das ist wirklich nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber wir gehen trotzdem so in die zweite Hälfte. Ich glaube, wir schlagen uns eigentlich relativ gut. Ich meine, wir führen ja auch, von daher alle noch im Lot. So, Larsen. Oh Gott, das war kein Foul von uns. Wundert mich ja. So, Fosu-Mensa. Sehr schön geholt von Mensa. Richtig nice. Sehr schön. Nein. Ah, oh, das wäre es doch gewesen. Das wäre gerade der Pass gewesen, Leute. Ich sage euch das. Das wäre gerade der Pass gewesen. Eieieiei. Zum Glück haben wir da gerade aufgepasst.
Sehr schön. Ruben Sanchez. Oh nein, er muss doch eigentlich nur ganz normal zu Duck passen. Das wäre es doch gewesen. Schade, schöner Versuch, aber der war wahrscheinlich zu schwer, zu direkt zu nehmen. So, hier schön die Raumdeckung machen. Sehr gut gemacht. Sehr gut die Passweg zugestellt. So, Liestes ist durch. Liestes ist durch, Leute. Liestes ist durch. Liestes. Liestes. Und da steht es 2:0 für Hansa. Liestes macht das Tor. Sehr, sehr schön. 2:0. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch irgendwie über die Zeit kriegen. Und wir fahren nach Berlin, Leute. Was wäre das für ein geiler Erfolg, Leute. Mit Hansa im DFB-Pokalfinale. Sehr schön. Liestes hier mit dem 2:0. Torwart wieder chancenlos. Wieder in die lange Ecke. Sehr schön. Und geht wieder so früh runter, oder? Nice. Liestes hier mit dem 2:0. Sehr schön. Sehr, 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 sehr nice. So, Jobbe. Sadilek sehr schön den Ball erobert hier. Richtig klasse gemacht. Schöner Pass hier auf Sanchez. 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 Legt zurück auf Duck. Oh mein Gott, was war das denn für ein Tor? 3:0. Zählt das als Tor für Duck? Ich glaube ja fast nicht. Das war doch definitiv ein Eigentor. Mit dem Abpraller rein. Ganz wild. Torwart hält. Hier geht ja jetzt alles schief für Schalke. Ah, das tut mir so leid, ey. Oh Mann, was ein bitteres Gegentor. Oh, gegens Knie. Wer war's denn? Cresswell, oder? Ich glaube, Cresswell war's. Eieieiei, das tut mir wirklich leid. Ja, das sieht ziemlich nach Eigentor aus. Larsen. Boah, Larsen, richtig gut hier. Wow. Larsen. Oh, Latte. Das wäre es ja gewesen. Jetzt direkt das 4:0 von Larsen. Junge, Junge, Junge. Das wäre aber auch ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Das braucht ja nicht sein, Freunde. So, Fosu-Mensah. Oh, gute Flanke. Gute Flanke hier. So, Fosu-Mensah auf Sanchez. Ui. Okay, ich wollte gerade sagen, das hat er aber gut gemacht da. Gut den Ball stibitzt. So, ich würde mal sagen, Larsen kommt mal hier raus. Dann werden wir doch mal Mohammed mal tatsächlich mit seinem Debüt hier bestücken. Usun kommt und Karlsson darf auch nochmal ran. So, machen wir ganz schön viele Wechsel. Aber steht 3:0, ich glaube, das ist in Ordnung. Und Mohammed kommt zu seinem Debüt hier für Hansa. Das war leider Abseits. Schade. Ansonsten hätte ich das super nice gefunden gerade. Aber leider stand da der Sieb im Abseits. So, Hien. Oh, stark gemacht hier. Stark gemacht. Oh nein, am Ende Sieb kommt da nicht dran vorbei. Sein Gegenspieler ist einfach zu stark. Müller wird hier unter Druck gesetzt von Stamenic. Oh, Karlsson verliert das Kopfballduell. Nicht so gut, ehrlich gesagt. Fosu-Mensah aber unfassbar stark jetzt. Usun. Usun. Legt den auf Sieb und den hält Müller. Wahnsinn. Den hält Müller. Wie kann Sieb den denn nicht reinmachen? Eieieiei. So, Eckball Sadilek. Den bringt er mal wieder so rein. Auf Kerkes. Wieso denn Kerkes? Mohammed. Sadilek. Nochmal mit der Flanke rein und Sieb. Oh mein Gott. Sieb. Richtig gute Chance. Das wäre es ja gewesen. Was ein geiler Fallrückzieher. Aber schade. Der geht leider rüber. Aber richtig gute Technik. Das wäre es ja gewesen, ey, wenn Sieb jetzt so ein Ding macht. Wahnsinn.
So. Bei Schalke funktioniert gerade gar nichts, ne? Bei Schalke funktioniert einfach gerade nichts. Mies, ey. Jobbe. Stark, Staminic. Auf Karlsson. Karlsson. Karlsson vom Dach. Oh nein. Will hier zu viel. Oh, und dann dieser schlechte Pass auf Staminic. Oh, und jetzt fehlt er hinten. Jetzt fehlt er hinten, Leute. Und Fosu-Mensah. Oh, starke Grätsche. Volles Risiko, Leute. Volles Risiko. Das war ja eine Monstergrätsche gerade. Und Karlsson, Karlsson, Karlsson. Nein, ach Mensch, da hätte ich den flanken sollen gerade, ne? Verdammt. So, Uzun, schöner Pass hier auf Sieb und Sieb ist durch. Sieb ist schnell. Sieb ist schnell. Aber er kommt nicht rechtzeitig an Ball. Was war das denn? Oh nein. Oh, Karlsson, da kommt er nicht mehr ran, ne? Oh, starke Grätsche von Karlsson. Oh, Staminic, Glück gehabt. Glück gehabt, aber jetzt müssen wir nur noch ein paar Sekunden überbrücken und dann fahren wir nach Berlin, Leute. Dann fahren wir nach Berlin. Komm schon, pfeif ab. Oh, Uzun hier will noch mal mehr. Leg ihn noch mal rüber auf Mohamed und Mohamed macht bei seinem Hansa-Debüt das 4:0 und sein erstes Tor für Hansa. Nice. 4:0. Oh, Schalke wird hier komplett abgefrühstückt von uns. Ja, die Frage, ob es verdient ist oder unverdient ist, man weiß es nicht. Aber von Schalke kommt wirklich nicht viel. Und ganz ehrlich, so viele individuelle Fehler dann nachher im Nachhinein macht es wahrscheinlich doch sehr verdient für uns, für Hansa. Und der Schiri pfeift ab und wir gewinnen 4:0 und wir fahren nach Berlin, Leute. Wir fahren nach Berlin ins DFB-Pokalfinale. Der Trainer kann sehr zufrieden sein hier, macht hier Shake Hands mit seinem Kollegen, mit dem Gegnertrainer. Und Mohamed macht tatsächlich sein erstes Tor für Hansa. Richtig, richtig gut. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Wir fahren nach Berlin. Mega nice. Mega nice. Wir gehen direkt zu den Interviews, Leute. Bayern gegen Düsseldorf. Eieiei, zweite Liga auch wieder gut vertreten beim DFB-Pokal. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff. Glückwunsch zu diesem fantastischen Sieg. Was war der Grund für diesen Sieg? Wir haben einfach unser Spiel durchziehen können und das war einfach ein sensationeller Sieg. Der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Adam Mohamed darf in der ersten Mannschaft ran. Heute hat er überzeugt und sogar ein Tor gemacht. Dürfen wir uns nun also in Zukunft sogar noch auf mehr Youngster freuen? Wir haben zahlreiche Talente in unserem Verein und da besteht auf jeden Fall immer die Gefahr, dass jemand hochrückt und so ein gutes Spiel macht wie Mohamed. Nach den 4 Hansa-Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus Ihrer Sicht heute auch anders ausgehen können? Ja, natürlich. Mein Schalke hat auch eine super individuelle Klasse. Sie stehen nicht umsonst auf dem ersten Platz in der zweiten Liga. Und sie hätten auch ein knapperes Ergebnis verdient, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das war's auch schon. Vielen Dank. Alles klar. So, und weiter geht's. Wir haben 2 Nachrichten. Hallo Boss. Es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte mich nur gerne als linker Flügelspieler... Spielt er doch gar nicht. Ich muss öfter spielen. Die geringe Anzahl der Einsätze ist nicht gut für meine Karriere. Du gehörst weiter zum Team. Also Novoa wird jetzt auf jeden Fall in der nächsten... auf jeden Fall spielen. Auf Novoa. Novoa startet. Dass ich das nicht vergesse, Leute. Weil ich bin ja vergesslich. Ich alter Mensch. Als nächstes geht's gegen Freiburg, Leute. Oh, wir haben hier einen Abschlussbericht von Filippo Ranocchia. Hat leider nur eine 78 und fällt damit raus. Ist eigentlich eine coole Freistoßpräzision. Aber wir wollen gerne ab 80 oder 81. Schade. Schade, ich dachte, er wäre besser. Bryce Mendes hat einen 82, ist 30. Und der sieht richtig strong eigentlich aus. Der sieht richtig strong aus. Eieieiei.
Das wäre so ein Kandidat. Ich weiß, der ist schon relativ alt, aber das wäre so ein Kandidat. Das wäre was. Wir kriegen 2,1 Millionen. Haben wir die eigentlich auch als Transfer dann zur Verfügung? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, schade. Leider nicht. Wie sieht es allgemein tatsächlich aus finanziell gerade? Ja. Wir haben einen ganz netten Erlös, würde ich mal sagen, wa? 103 Millionen sind wir im Plus. Das ist nett. 103 Millionen im Plus, das ist schon sehr, sehr stark. Und dann kriegen wir ja noch aus der, die Qualifikation ja noch. Leihangebot für Olsen, FC Annecy. Weiß ich nicht genau. Das ist, klingt für mich vielleicht ein bisschen nach Frankreich. FC Annecy. Da gucken wir nochmal ganz kurz. FC Annecy. Ist das wohl zweite französische Liga? Was glaubt ihr? Ja, tatsächlich. FC Annecy ist das in der zweiten französischen Liga. Hier können wir nochmal ganz kurz gucken, wie ist denn da so der Tabellenplatz? Gerade bei den Kollegen. Letzter. Okay. Aber da könnt ihr ja vielleicht dann auch spielen, obwohl ich weiß es nicht. Letzter und zweite Liga ist schon sehr hoch eigentlich, ne? Zweite Liga ist eigentlich schon sehr, 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 sehr hoch. So, es geht gegen Freiburg, Leute. Und ich würde sagen, das Spiel zocken wir auch noch. Freiburg ist 14. Da können wir auch wieder mit unseren zwei Spitzen spielen. Wir schauen mal, wie fit die sind. Wir gehen mal ganz kurz rein hier. Spieltag. So, Vorbericht. Ja, Juku, ich glaube, den haben wir auch auf der Liste, oder? Oder hatte ich den bei einem anderen Safe? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber auf jeden Fall ganz schön freshes Team. Chaloba kennt man auch. Flügelspiel forcieren sie. Quarter in einem 4-2-3-1 breit spielen sie. Achso, wir können nochmal die Teamstatistik uns angucken. Wie sieht das denn da Tore technisch aus? Gonzalo Guedes schießt die meisten Tore und die meisten Vorlagen hat Nicolas Höfler, aber der spielt ja gar nicht mehr. Der ist auch gar nicht auf der Bank. Gregoritsch ist auf jeden Fall noch da. Spannend. Und wir haben eine Pressekonferenz. Warum haben wir eine Pressekonferenz gegen Freiburg? So, ich danke für Ihre Geduld. Obwohl es am Saisonbeginn eigentlich kaum einer erwartet hätte, scheint ein Platz in der Spitzengruppe kurz vor Saisonende durchaus denkbar. Glauben Sie, die Mannschaft kann dieses Niveau bis zum Schluss halten? Also wir kämpfen natürlich bis zum Schluss. Wir wollen ins internationale Geschäft. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Tonics, könnte Sportclub Freiburg gegen ihre Mannschaft gewinnen? Natürlich, weil es ist erste Liga und möglich ist einfach alles. Da müssen wir echt immer aufpassen. Das letzte Spiel endete 1-1. Das zeigt ja schon, wie ausgeglichen beide Teams sein kann. FC Hansa Rostock kann FC Hansa diesmal gewinnen. Wir werden auf jeden Fall alles geben, so wie bei jedem Spiel auch. Und dann wollen wir den Sieg holen. Und deswegen gehen wir jetzt auch einfach direkt rein. Ich bin mal gespannt, wie das so fitnesstechnisch gerade aussieht. Aber es sieht sogar gut aus. Leute, es sieht sogar gut aus. Das können wir sogar machen. Novoa wird auf jeden Fall starten, das haben wir gesagt. Carlsson wird auf jeden Fall für Kurtulus drin sein und dann würde ich doch mal sagen, so gehen wir auch einfach direkt ins Spiel. Wir empfangen im Ostseestadion den SC Freiburg. Es ist der 10. April 2027. Schiedsrichterin ist Franziska Hummelberg. 15.30 Uhr. Es regnet und dafür Abfahrt. Let's go! Larsen ist unser Top-Torjäger in der Bundesliga, nicht nur unser Top-Torjäger, sondern allgemein in der Bundesliga. Das freut uns natürlich sehr. Und damit Anstoß, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zum Spiel.
So, Sanchez am Ball. Man sieht, dass Freiburg direkt schon angreift. Die haben auf jeden Fall Bock, die Kollegen. So, Kerkes. Auf Sadilek, der hier auf Nouvoa spielt. Und Stamenic versucht hier den Pass auf Duck. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Und dann ist auch schon der erste Angriff von Freiburg hier am Start. Oh, Ballverlust von Freiburg. Und Duck zieht einfach an seinem Gegenspieler vorbei. Duck, Duck. Und Duck schießt daneben. Was war das denn? Den macht doch Duck normalerweise. Eieieiei, das hätte schon das 1:0 für uns sein können. Oh Mann, ist das gemein. Ist das gemein. Aber Abschluss Freiburg von Gribitsch. Weiter Abschlag hier. Und Gechter mit dem Kopfball. Aber da ist leider niemand. Fosu-Mensa passt hier auf. Richtig gut gemacht. Stamenic geht hier an seinem Gegenspieler vorbei. Versucht hier noch den Ball zu halten und passt jetzt auf Sanchez. Ruben Sanchez zieht hier auch an seinem Gegenspieler vorbei. Sehr schön. Sanchez versucht den Ball auf Duck abzulegen. Duck! Oh mein Gott, da kam er sogar ran. Wie eng das da war. Und da kam Duck gerade ran. Ey, nicht schlecht von Sanchez. Junge, Junge, der hat aber auch einen Blick für seine Leute. Hier schön mit dem Kopfball. So, Nouvoa. Schade, schade, schade. Duck sucht hier natürlich Larsen. Aber Larsen hat jetzt auch schon längere Zeit nicht getroffen, oder? Also zumindest in der Liga, oder? Oder täusche ich mich? Vielleicht täusche ich mich auch. Chalobah. Doan. Gambiagi. Da müssen wir dran. Oh. Was? Ich dachte, wir sind da am Ball und dann steht es 1:0 für Freiburg. Was ist denn hier los? Alex B. Der Gesuchte. Macht das Tor. Das müssen wir uns nochmal angucken. Was war da denn los? Den hat doch Jens schon. Oh mein Gott. Das ist ja richtig bitter. Und Perez ist sogar dran und der Ball geht trotzdem rein. Eieieiei. Baena mit dem Tor hier für Freiburg. Und Hansa liegt 1:0 hinten. Das kennen wir ja gar nicht mehr. Junge, Junge, Junge. So, Nouvoa. Hier mit dem Pass auf Duck. Duck. Mit dem Abschluss. Und Larsen und er. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kriegen da einfach nicht das Tor. Ach, jetzt haben wir aber schon ganz schön viele Chancen gehabt. Also jetzt muss das Tor eigentlich kommen. Das Tor liegt in der Luft, Leute. Oh, Gregoritsch hört auf nach der Saison. Krass. So, Kerkes, come on. Und Larsen macht ihn. Nee, Nouvoa ist es. Es ist nicht Larsen. Wo ist denn Larsen? Normalerweise steht da doch Larsen. Aber Nouvoa macht es. Er bedankt sich einfach für seine Startelf-Nominierung. Sehr, sehr schön. Er hat gesagt, er will gern mehr spielen und er zahlt das Vertrauen sofort zurück. Richtig, richtig gut. Und damit steht es hier 1:1. Kerkes schöne Vorarbeit und Nouvoa lässt sich das nicht nehmen und vollendet einfach direkt ins lange Eck. Sehr, sehr schön. 1:1. Alles wieder auf Null, Leute. So soll es sein. So, Sanchez versucht hier ein bisschen Raum zu decken. Richtig gut gemacht. Behält aber leider nicht den Ball. Schade. So, Sadilek versucht hier ein bisschen drauf zu gehen. Kerkes ist sehr weit tatsächlich in die Zentrale gerückt da gerade. Wild. Oh, was war das denn? Oh, Sadilek, richtig gut. Jetzt müssen wir hier aber aufpassen auch ein bisschen. Yen. Nicht nochmal so ein Ding, ey. Oh, Yen, zweimal richtig gut. So, Stamenic. Stamenic, komm schon, setz dich doch durch. Ach Mensch, schade. Da hätte er einfach mal den Körper oder so einen kleinen Schubser auspacken können, ne? Da hätte er mal einen kleinen Schubser auspacken können. Oh, schlechter Pass von Chalobah.
Louvois. Oh, Mann. Ich dachte, der kann da mit seinem Tempo vorbeiziehen. Schafft's aber leider nicht so ganz. Cambiaghi. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Oh, Kekis. Nein, und dann kommt da wieder Gächter und legt sich den Ball wieder so doof vor. Und Perez hat ihn, Gott sei Dank. Mann. Wir legen den aber auch gerade immer das Ding vor, ne? Das ist aber auch wirklich... Oh Gott, der kommt ja ganz frei zum Kopfball. Komm schon. Oh, Perez hat ihn, Gott sei Dank. So, Nouveau. Nein, was macht denn der Duckmensch? Als wenn der gerade nicht passen konnte. Was war das denn? Oh, sorry. Sorry. Da war Stamenic noch dran. Oh, aber gute Kombination hier von Freiburg. Ja, und Tien bekommt hier völlig zurecht die gelbe Karte. Eieieiei. Oh, Cambiaghi ist verletzt. Da hoffen wir mal, dass er nichts Wildes hat, ey. Aber 1:1 nur zur Halbzeit. Ach Mensch, ey, das hätte besser laufen können. Wir hätten da einfach führen können gerade, ne? Wir hätten da gerade führen können, aber Nouveau ist auch der Mann für die wichtigen Tore. Gucken wir mal für Teamleistung. Ja, Nouveau hier relativ gut dabei, aber Gächter auch ganz schlecht. 4,9. Das ist wirklich schlimm. Sorry, also unter 5 ist hart. Den nehmen wir raus. Da kommt der Siebert für. Das ist schon hart. 4,9 ist krass doll. Ich meine, Perez hat das auch nur. Aber ich meine, wir können halt den Torwart nicht... Also, könnten wir schon, aber wir haben keinen zweiten Torwart auf unserer Bank sitzen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, Alex B. Drissi. Oh, Freiburg kommt hier. Freiburg drückt. Osumensa. Achso, Freistoß. Ja Gott, was war das denn jetzt schon wieder? Eieieiei, Baena am Freistoß hier. Und schön geblockt von der Mauer. Der wäre auf jeden Fall aufs Tor gegangen. Und das, das wäre es ja noch gewesen, wenn die uns jetzt ein richtig wunderschönes Freistoßtörchen einschenken, ne? Das wäre es ja noch gewesen, Leute, ich sage euch das. Oh, Duck. Da ist keiner. Eieieiei, Drissi. Oh Mann, 2:1 Freiburg, da passen wir nicht auf, ey, im Aufbauspiel da den Ball wieder zu verlieren, das ist so bitter, ne? Ja, da oben ist dann leider einfach keiner. Ach Mann, ey, 2:1 Freiburg. Oh, die machen uns das echt schwer jetzt, Leute. Larsen, sitze ich hier durch? Und verliert den Ball. Hä? Was war das denn? Okay, spannend. Brauche nichts zu sagen, glaube ich, ne? Brauche ich nichts zu sagen. Abstoß Freiburg. Jen hier mit einem richtig guten Kopfball. So, Gerkes. Duck sieht hier Sanchez. Ruben Sanchez setzt sich hier schon wieder klasse durch. Auf Strand Larsen und den hält Gribbitsch. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, da braucht Larsen aber viele Chancen gerade, wa? Eieieiei, und jetzt fehlen die Verteidiger hinten, ne? Jetzt fehlen die Verteidiger hinten. Siebert versucht hier noch den Ball wieder einzufangen. Stark gemacht. Ach, Kerkes, Mensch, verdammt. Das war nicht so gut gerade. Ah, oh, ist das bitter, ey. Leute, das ist so bitter. Kommt schon. Fossumensa, richtig gut den Ball hier geholt. Okay. Oh, gut gemacht. Komm,
Larsen, nein, oh Mensch, das gibt's doch gar nicht, dass wir da dann nicht rankommen, ne? Es ist so schade. Oh, Jen darf hier aufpassen, ey. Nicht, dass der uns noch fliegt, der Kollege. Freiburg macht das echt gut, ey. Freiburg macht das wirklich, wirklich gut. Merlin. Hallo, Leute. Dürfen wir da jetzt mal rankommen? Danke. Hä? Was machen wir denn da? Wieso steuern die sich gerade alle wie so ein LKW und haben einen Wenderadius von, keine Ahnung. Mann. Ätzend. Oh, wir kommen auch nicht an Ball, ne? Wir kommen einfach nicht an Ball ran gerade. Das macht Freiburg richtig gut, ey. Ist das unser Kryptonit? Hallo. Leute. Könnt ihr bitte jetzt mal hier auch was machen? Junge, Junge, Junge. So, wir bringen jetzt Lichters hier rein. Dann bringen wir noch nach vorne. Also Larsen gefällt mir gerade nicht so gut. Bringen wir den Kollegen noch. Und ich glaube, wir bringen noch Keitel. Bis Damage. Okay, Leute, jetzt kommt schon. Ey, wir müssen doch jetzt... Wir müssen jetzt ein Tor machen, Leute. Wir können doch jetzt hier nicht verlieren gegen Freiburg. Also klar, ich meine, im Endeffekt verlieren kann man gegen alle, ne? Das ist jetzt nicht. Ah, was war das denn? Sieb! Duck! Oh. Ey, und wir gewinnen auch kein Kopfballduell. Es ist so eine miese Geschichte. Ich weiß, ich bin da mit Siebert gerade sehr weit vorne. Aber ich wollte da eigentlich jetzt gerade so ein bisschen Druck machen. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hallo? Ey, sag mal, Doan. Kannst du damit bitte aufhören? So, jetzt come on. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, Leute. Komm schon. Hä? Der will noch nicht mal ordentlich köpfen, oder was? Sadilek, der sich da freiläuft. Das war's, Leute. Das war's. Wir verlieren gegen Freiburg. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wir kriegen sogar noch der dritte, oder? Perez hat ihn. Das gibt's doch gar nicht. Wir verlieren 2-1 gegen Freiburg. Eieieiei. Die haben gut gespielt, ey. Junge, Junge, Junge. Stark. Wirklich stark. Wirklich stark von Freiburg. Bayern spielt aber auch nur 1-1. Jetzt müssen wir hoffen, dass Leipzig nicht gewinnt, sonst sind wir da wieder weg vom Vierten. Es wird immer schlimmer bei Freiburg. Erst das Remis, jetzt die Niederlage. Hätten Sie damit gerechnet? Das war eine bittere Lehrstunde, aber warum welches Remis? Ach so, weil wir gegen Freiburg, ja. Eine Überraschung, wie lautet Ihr Kommentar dazu? Ja, was soll ich sagen? Wir müssen nach vorne gucken, was anderes bleibt uns nicht übrig, ne? Schweres Spiel heute. Hat Ihre Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt? Nein, auf gar keinen Fall. Unser Selbstbewusstsein ist toll. Hat nicht gefehlt. Das war Pech und das heißt beim nächsten Mal wieder ranklotzen. Ist halt leider so, ne? Leihangebot für Lund. Wait a minute. Die wollen das auf jeden Fall. Ja, das ist doch geil. Ey, da verhandeln wir doch mal rein. Noch fix. Genau, 2 Jahre, das ist gut. Komm, 60, 40. Okay, machen wir 50. 50 ist in Ordnung, aber so sparen wir zumindest so ein bisschen Kohle ein. Und, Ulm, Laie zum Kauf. Ach, die wollten unbedingt... Ach, die wollen nur Laie zum Kauf, oder was? Mies, miese Geschichte. Ich dachte, wir können ihn da schön ausleihen. Schade. Schade, schade, schade. So, Spielerchat. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich nicht vergessen haben, als ich verletzt war. Es freut mich, wieder spielen zu dürfen.
Ich weiß, wie wichtig du fürs Team bist, Staminich. So, wir simulieren mal einmal ganz kurz weiter, damit wir alle Spiele haben. Leihangebot für Lund von Leighton Orient. Ach, die sind auch da unten drin in der... die sind auch da unten in der League 2 drin, glaube ich. Machen wir mal 2-Jahres-Leihe. So, und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle. Und wir sind leider Fünfter. Leipzig zieht an uns vorbei. Die haben leider gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, Fünfter, aber wahrscheinlich Champions League wäre auch schon zu viel, ne? Champions League wäre schon zu viel für Hansa. Das glaube ich auch. Aber hey, nicht aufgeben, nicht verzagen. Hansa-Frage. Ach Mensch, ey. 51 Gegentore, das ist schon hart. Schlechteste Verteidigung. Ich dachte wirklich, so langsam kriegen wir es hin, aber... Das wird einfach nicht. Ach so, jetzt können wir ja nochmal die gesamte Tabelle gucken. Dortmund immer noch Erster. Leverkusen dran, 2 Punkte Rückstand, dahinter Bayern, dann Leipzig, dann wir. Union Berlin auch relativ weit oben. Auch cool, wir haben nur noch 1 Punkt Vorsprung auf Wolfsburg. Ah, verdammt, 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 verdammt. Freiburg kann sich da unten so ein bisschen rauskatapultieren durch den Sieg gegen uns. Krass. Ja, die haben einen Abstiegskampf, ne? Die wollen nicht absteigen. Für Hertha und für Pauli sieht's wirklich ganz, ganz schlimm aus. Eieieiei. Da fehlt nicht mehr viel und dann sind sie abgestiegen. Das tut mir leid, ey. Ach Mensch, du. Gut, aber das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir haben ein Erfolgserlebnis, wir haben leider ein negatives Erlebnis. Aber es ist auch mal wieder Zeit, auch dass wir mal wieder verlieren. Ich weiß, so lange ist es noch nicht her, aber trotzdem. Und ja, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis dahin, dein Gin Tonics. Ciao und köstliche Grüße habe ich vergessen. Jetzt aber. Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.